Resignation? Pustekuchen. Auch wenn das Spiel gegen den MTV Braunschweig 2 Minuten vor Schluss beim Stand von 24:28 entschieden war, aufgeben wäre für den OHC keine Option gewesen. Trainer Darius Krey forderte von seinen Jungs bis zur letzten Sekunde den vollen Einsatz, wollte keinen Zentimeter herschenken und lebte das an der Seitenlinie selbst vor. Bis zum Abpfiff nervte der OHC die Braunschweiger und das ganz besonders in der ersten Halbzeit. Spielmacher Aaron Krey gab mit dem 1:1 die Richtung vor. Die Oranienburger Abwehr stand wie eine Wand, die Braunschweiger nicht unbedingt. Der Gastgeber kreierte seine Lösungen im Angriff. Aaron Krey auf Kevin Lux. Tor! Dass sich die Braunschweiger mit dem Torewerfen schwer taten, hatte einmal mehr mit ihm zu tun. Theo Nestrovic im OHC-Tor. Zumindest in der ersten Halbzeit stellte er seine Qualitäten wieder einmal unter Beweis. Er parierte unter anderem einen 7 Meter und riss seine gesamte Mannschaft mit dieser Leistung mit. Abschütteln ließ sich der Meister der Staffel Nordost erwartungsgemäß nicht. Youngster Jan Mudro marschierte voran. Er erzielte im gesamten Spiel 9 Tore. Kommen wirklich gut rein ins Spiel, sind in der Phase gefühlt auch, auch wenn Braunschweig ein paar Freie liegen lässt, die bessere Mannschaft, weil wir es auch sehr, sehr gut verteidigen. Egal ob 6 gegen 6 oder 7 gegen 6, haben wir finde ich, uns gut an unserem Plan gehalten. Sehr bitter für den OHC, dass Abwehrrecke Kevin Lux noch vor der Pause die rote Karte erhielt. Zunächst hatte das noch keine Auswirkungen. Der OHC führte zur Pause mit 13:11. Philipp Reineck, am Samstag mit 5 Toren bester OHC-Werfer, traf vor der Pause doppelt. Und er hielt noch einen und noch einen und noch einen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir einfach so viel verworfen und in der zweiten Halbzeit hatten wir einfach einen ganz guten Start und irgendwie haben wir es dann geschafft, einfach weiter zu kämpfen und irgendwie das Spiel zu drehen. Er selbst marschierte vorn weg, traf fast wie er wollte. Anders der OHC, er konnte das Level der ersten Halbzeit nicht halten. Braunschweigs Trainer Volker Mudro nahm es gelassen, denn er sah, wie der OHC eine um die andere Chance sausen ließ. Tim Ehmke scheitert an Niklas Mellmann, Christoph Lamp bleibt an der Abwehr hängen und Nikolai Jansen findet ebenfalls in Mellmann seinen Meister. Auf der anderen Seite haben die Braunschweiger ihre Treffsicherheit wiedergefunden, insbesondere über den Kreis. Wir verteidigen es am Ende nicht mehr so, wie der Coach es gesagt hat. Auch ich bin ein, zwei Mal aus dem System ausgebrochen und ich glaube, deswegen kriegen wir dann viel zu viele Tore. In einigen Situationen sah es zu einfach aus, wie der OHC die Gegentore schluckte. Im Angriff fehlte es den Oranienburgern in dieser Phase an der nötigen Durchschlagskraft und auch am Quäntchen Glück. Wir sind einfach nicht nervös geworden. Das ist einfach auch eine Stärke von uns, dass wir einfach auch nach der ersten Halbzeit, wo wir so viele freie Chancen einfach da nicht reingemacht haben, dass wir uns trotzdem auf unsere Stärken beruhen und einfach weiter durchziehen. Wie bereits eingangs gesagt, an Selbstaufgabe war beim OHC überhaupt nicht zu denken. Die Mannschaft hängte sich voll rein. Nils Hase traf in der Schlussphase 2-mal von der Außenposition. Die Bank ging voll mit. Volker Mudro atmete bei der Pressekonferenz durch. Ich bin sehr zufrieden, dass wir das Spiel gewonnen haben. Trotz der 4-Tore-Niederlage fand Trainer Darius Krey versöhnliche Worte. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft, weil ich glaube, das war wirklich in Braunschweig hier einen langen Kampf geboten haben. So feierte am Samstag das unterm Strich bessere Team. Der OHC erkannte das an. Braunschweig ist eine unglaublich starke Mannschaft. An einem guten Tag können wir sie schlagen. Und heute hatten wir so einen Tag halt nicht.